Runde für Runde etwas Gutes tun für die eigene Gesundheit, aber hauptsächlich für andere. Das Mannheimer Kinderhospiz Sterntaler hat wieder zum Spendenlauf eingeladen und sich über regen Zuspruch gefreut. Wir sind absolut zufrieden, obwohl wir noch keine Zahlen haben. Es geht um noch viel mehr. Es geht auch um dieses Zusammenstehen, Zusammenhalten. Ob jemand für 1 Euro läuft oder 10 oder 100 Euro, es trägt alles für die Gemeinschaft bei. Und ja, es bleibt ja auch nachhaltig, die Kontakte zu den Läufern, zu den Firmen. Also da wächst ganz viel immer für die Zukunft auch. Die Sterntaler sind eine Einrichtung für Kinder, deren Leben durch Krankheit stark verkürzt ist. Die Mitarbeiter und Helfer begleiten sie und ihre Familien in dieser schwierigen Zeit. Umso schöner ist es, wenn prominente Schirmherren wie Extremsportler und Sänger Joey Kelly die Sterntaler unterstützen. Habe ich versprochen, ich komme, und ich war um kurz nach 14 Uhr hier und bleibe dann noch mal eine Stunde. Und es gehört hier einfach. Wenn man das Glück hat, wenn man gesund ist, dass man halt in der Öffentlichkeit arbeitet, dann ist es eine soziale Verantwortung, dass man halt helfen soll. So sieht es auch Schauspielerin und Botschafterin Janina Fautz. Auch wenn ich jetzt keine Botschafterin wäre, ja, man ist einfach gerne hier und jeder kann hier ein bisschen mitlaufen, jeder so viel, wie er schafft. Und das ist ja auf jeden Fall eine wichtige, sinnvolle Veranstaltung. Aber als Botschafterin ist man selbstverständlich hier. Und darüber sind die Organisatoren richtig froh. Dieser Lauf ist für uns eine ganz wichtige Angelegenheit. Ein tatsächlicher Faktor im Jahresbudget, ja, weil die Leute hier wirklich sich den Herzbandel abrennen, um tolle Spenden zusammenzubekommen. Wie viel genau zusammengekommen ist, wird in 2 Wochen klar sein. Insgesamt haben die Sportler am Samstag über 3000 Kilometer erlaufen. Eine wirklich tolle Sache für den guten Zweck. Und wenn Sie auch helfen möchten, unter www.kinderhospiz-sterntaler.de können Sie eine Sofortspende platzieren.